Hi Gute. Ja, wie man sieht, nicht draußen, wieder in der Garage. Und zwar, ich will mir heute meine Zunder etwas auffüllen, meine Statter. Und ich habe gedacht, vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja, wohl, die kennt ihr ja sowieso schon alle. Und zwar, das sind diese, na, sag ich mal, diese Teile. Ich muss so sagen, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das gebührt jemand anderen, und zwar dem Carlos, Kanal Karl Heger. Der hat, von dem habe ich das abgeschaut, und die Dinge sind wirklich, wirklich klasse. Also ich liebe sie. Man kann damit so prima den Solo-Stoff anknallen. Hammer. Ja, und wie ich die mache, was ich dazu brauche, das seht ihr jetzt. Ich stelle die Kamera um und dann legen wir los. So, auf geht's. Ihr seht, ich habe schon ein paar gemacht, so sieht man es besser, ein paar gemacht. Bis mir eingefallen ist, ja stimmt, mir kam die Idee, ich könnte es euch ja mal zeigen. So, ich brauche dazu so einen Zunderfuchs, ich brauche dazu Wattepad und ich brauche dazu Zwirn. Viele nehmen eine Säge auch, habe ich gehört. Ich persönlich finde, die Dinge sind besser klein zu bekommen. Mal angesetzt mit dem Messer, draufgehauen, durchgeschnitten, ja, fertig. So. Dann einfach ein Wattepad, drumgelegt, den Zwirn, drum, und da muss ja nichts großartig geknotet werden, einfach schön drum rum und dann im Nachhinein ab und fertig ist er. So, das ist das kleinere Stück, sieht wirklich nicht sehr groß. Ja, nochmal, also sieht man vom Wattepad schon, dass es wirklich nicht groß ist. So, wieder Kollege Zwirn, wieder drumrum, und fertig ist er. Und damit man mal sieht, wie gut er startet oder beziehungsweise wie lange der auch brennt, macht hier den so ein bisschen auf. Ja, zünd den an und lass ihn mal komplett ausbrennen und lass die Kamera mal mitlaufen. Dann seht ihr mal, wie lange dieses kleine Teilchen, der halbierte Zunderfuchs, wirklich brennt. Vorher sage ich schon mal Tschüss, weil da muss man nicht viel zu reden. Das spricht für sich selber, und los geht's.